Ey, wei, 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 Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich grüße euch hier ganz entspannt aus der Hut 63 Rottgau. Heute mit einem Roundabout, sagt man jetzt, ja eigentlich nicht, nur so eine Preview wieder auf dem dritten Spieltag der Champions League. Heute sind wir alleine leider. Leute, Pietro Mangiare ist leider in Vorbereitung gerade und kann nicht an dem Video teilnehmen. Das ist kein Problem. Er wird sich das Video dann entspannt irgendwie reinziehen und so. Wird seinen Kommentar bestimmt abgeben, wie wir das hier gemanagt haben. Wir kriegen das allein hin, Leute. Ja, wir kriegen das hin. Und deswegen, wir schauen auf jeden Fall mal. Wir haben ja getippt auch im letzten Spieltag. Ich glaube, also wir hatten so größtenteils eigentlich gar nicht mal so viel richtig getan. Nur Bayern hat Pietro komplett richtig. 5-0, super, Kasse. Super. Aber ansonsten, der Rest ging eigentlich, also sonst war kein richtiges Ergebnis dabei. So halt diese Spiele, die halt so unerwartet ausgegangen sind. Natürlich haben wir die falsch getippt. Also Sheriff zum Beispiel. Barcelona zählt natürlich nicht dazu, das wussten wir, dass die verlieren, ne? Oder Juve zum Beispiel, das hätten wir jetzt nicht gedacht, halt, dass sie da gewinnen. Ja, kriegen sie halt, was sie jetzt machen. Aber wir starten auf jeden Fall mal einfach rein. Spieltag 3, ich will hier jetzt, ne, allein ist ein bisschen schwierig, aber wir wollen das jetzt nur kurz besprechen. Ich meine, wir gehen mal hier durch die Gruppenlagen nur ganz kurz durch. PSG Brügge mit 4 Punkten erster, City dritter mit 3 Punkten, Leipzig vierter mit 0 Punkten. Schade an der Stelle. Liverpool erster mit 6 Punkten in der Gruppe B. Dann dicht gefolgt von Atletico und Porto und Milan ganz abgeschlagen. Letzter Platz. Milan 0 Punkte. Nochmal zur Erwähnung. 2 Spieltage, 0 Punkte für AC Milan. Schade an der Stelle. Ajax Dortmund souverän erster. Beşiktaş Sporting auf den B-Plätzen. Dann Sheriff Tiraspol. Super erster Platz, Sheriff. Real zweiter, Inter Mailand, leider durch Korruption nur auf dem dritten Platz, aber kein Problem, wird schon noch gehen. Dann Bayern führt die Gruppe E an. FC Barcelona erwartungsgemäß auch mit 0 Punkten wie AC Mailand auf dem letzten Tabellenplatz. Atalanta führt die Gruppe F an. Da ist eigentlich noch alles offen, bis auf Villarreal, die schnuppern schon wieder in Richtung Euroleague oder dem Aus in der Antonio-Conte-Phase. Da, wo Antonio Conte auch am meisten ausgeschieden ist. Dann haben wir noch die Gruppe G. Sehr spannende Gruppe. Salzburg, ne, ein bisschen, hebt sich schon ein bisschen hervor, aber hier ist noch alles offen im Vergleich zu anderen Gruppen. Zum Beispiel im Vergleich zur Dortmund-Gruppe ist hier noch alles offen in der Gruppe G. Und dann haben wir noch in der Gruppe H Juventus gegen aller Erwartungen auf dem ersten Tabellenplatz. Hier war auf jeden Fall auch Korruption im Spiel. Anders kann ich mir das nicht erklären. Chelsea und Zenit teilen sich den zweiten Platz, auch wenn es hier ein bisschen lost dargestellt ist. Und Malmo auf dem vierten Tabellenplatz schnuppert auch in Richtung aus. Aber was ist jetzt zu machen? So, zum Preview jetzt. Also Beşiktaş Sporting, wie gesagt, wichtiges Spiel für Beşiktaş. Und für Sporting natürlich. Wer hier verliert, der kann wirklich schon die Koffer packen und sagen, tschö, adieu, war schön dieses Jahr. Aber nächstes Jahr vielleicht lieber eine bessere Gruppe erwischen auch. Dann haben wir, ich muss erst meinen Knopf zumachen, Leute. Ja, moin, ausgerutscht, korrekt. Dann haben wir Brügge Man City, auch ein wichtiges Spiel für beide auf jeden Fall. City wird, denke ich mal, die Nase vorne haben. Real Donetsk, ich glaube, da wird Real auf jeden Fall ausrutschen. Donetsk eigentlich so eine, keine Ahnung, die spielen so vorne voll guten Fußball und hinten dann manchmal ein bisschen lost, aber auch voll gut. Die haben halt so diese brasilianische Connection, weil die ja nur aus Prinzip Brasilianer verpflichten. Das steht irgendwie im Vertrag von ihrem Inhaber oder wen auch immer. Dann die Dosen gegen die Öler. Ich hoffe, die Dosen kauen die richtig weg. So ein Kunku, hoffentlich macht der 18 Tore in dem Spiel oder so und stellt irgendeinen neuen Rekord aus, was weiß ich was. Der Bruder rasiert ja gerade komplett. Glückwunsch an jeden, der dem Kickbase-Team hat, jetzt mal ehrlich. Dann haben wir noch Liverpool Atletico. Ist eigentlich nur so ein, ganz ehrlich, nur so ein Schwanzvergleich in der Gruppe, wer den größeren hat, so mäßig. Weil die sind beide eigentlich gefühlt eh schon weiter. In der Losten-Gruppe halt, was jetzt auch erwartet mit Milan. Ich will es nochmal erwähnen, wir kommen auch gleich nochmal dazu, aber. Es kann nicht schaden, es öfter zu erwähnen. 0 Punkte aus 2 Spielern. Dann auf jeden Fall noch Inter gegen Sheriff. Wird auf jeden Fall, Leute, glaubt an unsere Worte. Ich sage jetzt unsere, weil Pietro wird genauso. Der wird das unterschreiben. Wenn er das neben der Waschmaschine guckt in der Küche, es einfach laufen lässt, das Video, wird er meiner Meinung eine Sache sein. Inter wird 4-0 gewinnen. Glaub mir. Doppelpack Dzeko, Doppelpack Lautaro. Was denn? 4 Vorlagen Barella. Dann Ajax gegen Dortmund, auch so ein Schwanzvergleichsspiel eigentlich. Milan gegen Porto, Duell der Nullnummern. Ach, was sage ich da? Nur eine Nullnummer, Milan, denn. Wollt ihr es erwähnen? Wollt ihr es in die Kommentare schreiben?
zwei Spieltage, ja moin, wahrscheinlich so zwei. Zwei Spieltage, 0 Punkte für Milan. Drei Spieltage, 0 Nummern. Wäre eine Leistung, muss man sagen. Wäre wirklich eine Leistung, mit der wir nicht gerechnet hätten. Aber gut, was willst du halt machen, wenn du unfähig bist? Ja moin, nicht böse nehmen, ist natürlich alles nur mit Humor gemeint. Wenn Milan gegen Barcelona spielen würde, wären wir ja unparteiisch. Weil wir beide Mannschaften abgrundtief hassen. Dann haben wir noch Salzburg gegen Wolfsburg. Interessantes Spiel, ich denke mal. Schwierig, Freunde, schwierig. Ich glaube, Salzburg macht das Ding, aber Barcelona gegen Kiew ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für Barcelona mal einen Punkt zu holen, wenigstens innerhalb der letzten 6 Spielen. Auch mit der Liga haben sie ja gefühlt nur 3 Punkte geholt. Das geht natürlich besser. Da erhoffen sich die Katalonier, sagt man das so, auf jeden Fall mehr. Dann haben wir Lille gegen Sevilla, auch schwieriges Spiel, glaube ich, wird auf so ein Unentschieden hinauslaufen. ManU Atalanta wird, glaube ich, mit eines der geilsten Spiele des Spieltags. Mit Atletico Liverpool und Ajax Dortmund, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Stegreif. Weil, gut, United muss man sagen, wir haben es auch schon im Video erwähnt, wir haben uns ein bisschen mehr erhofft bis jetzt. Aber sie sind halt sterblich und nicht wie alle tun, dass die so, keine Ahnung, so wie die Galacticos sind oder wie damals Inter um R9 oder so. Also ja, denke ich mal, ManU macht aber irgendwie auch irgend so ein 2-1 wieder, wird safe. Bin jetzt zweimal hintereinander heim, läuft bei denen. Dann Zenit Juventus, boah, ich hoffe Zenit macht so ein richtiges dreckiges 1-0 in der 89. Minute mit so einem Kopfballtor, was noch leicht die Hand streift oder so und was so voll strittig ist, wo sich die Gazzetta dello Sport und so wieder so voll bei Juve einschleimt, irgendwie sowas. Dann Benfica Bayern, schwieriges Spiel, ich meine, bei den beiden geht es ja um was, nicht wie bei Barcelona noch. Mal sehen, was das wird, glaube, bei Bayern wird die Nase vorne haben. Chelsea Malmo wird meiner Meinung nach der höchste Sieg des Spieltags. Denke ich mal, wird so ein 4-5-0. Und Young Boys Villarreal auch, denke ich mal, sage ich euch ganz ehrlich, wilder Call, ich glaube, Young Boys hat die Nase vorn. Und jetzt haltet euch fest, warum? Wegen diesem komischen Rasen da. Die haben ja so einen Kunstrasen. Und gerade so Spanier mit denen ihrem Klima und so, Leute, glaubt mir, die sind das nicht gewohnt. Also, Young Boys, Bernd, merkt euch meine Worte, die haben die Nase vorn. Ja, also wie gesagt, das soll hier nur kurz und knapp gehalten werden, alleine ist es ein bisschen lost halt so. Wir gucken nochmal die Spiele, All Eyes on This Games, Beşiktaş Sporting, auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, da müssen wir die Augen drauf halten. Dann, boah, was für Spiele sind noch wichtig? PSG Leipzig, eigentlich ein wichtiges Spiel, ich will mir jetzt nur ein paar rauspicken. Ja, ein paar Spiele sind halt noch unbedeutend so, zum Beispiel Inter-Sheriff, natürlich wäre es für mich jetzt wichtig als Inter-Fan, aber ist so im Prinzip der Ausgang, das ist jetzt eigentlich, wir wissen, dass Inter gewinnen wird, deswegen müssen wir da jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Porto, Milan, auch wichtiges Spiel natürlich, ob Milan historisch gesehen 0 Punkte weiterhin behält, ich glaube, das gab es noch nie, also so, bei einer italienischen Mannschaft, glaube ich, gab es es selten, dass man wirklich nach 3 Spieltagen 0 Punkte hätte, das würde es, glaube ich, selten geben. Dann, so, wo haben wir noch unsere Augen? Barcelona natürlich, ob sie auch so schrecklich weitermachen wie Milan und auch 0 Punkte nach 3 Spieltagen holen. Das ist noch ein Spiel und danach glaube ich, vielleicht ManU Atalanta, weil es ein geiles Spiel wird, aber ansonsten glaube ich zusammengefasst, Barcelona Kiew, Milan Porto, Leipzig PSG und Beşiktaş Sporting sind für den Ausgang der Champions League Saison so mit am wichtigsten, wo auch die Fans so am meisten. Ich meine, ich denke jetzt bei Beşiktaş an Jump Rogue, ich denke bei Leipzig an und bei PSG halt an, keine Ahnung, irgendwelche Reiche halt. Bei Milan und Barcelona denke ich halt an die ganzen angeblichen möchtigen Traditionsfans, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, so Videos machen und irgendwie vor der Kamera heulen oder so. Mein Club ist nicht mehr so gut wie vorher. Ja, halt's Maul, ja. Deswegen, also. Das sind die 4 Spiele to watch, die für den Ausgang der Champions League auf jeden Fall sehr, ja, was heißt nicht entscheidend, aber emotional entscheidend werden und wie wir auch über die Mannschaften lachen können. Ich meine, wir können jetzt nochmal zum Abschluss sagen, nach dem 3. Spieltag dann, wenn wir hier wieder zusammenhocken, Pietro und ich, werden zum 4. Spieltag wieder vereint sein natürlich, dann werden wir nochmal eine ganz andere Sichtweise haben, vielleicht wie gesagt mit historischen Nullpunkte-Rekorden oder mit keine Ahnung was. Oder mit Mannschaften, die schon dann wirklich aus der Antonio-Conte-Phase ausgeschieden sind. Aber mehr sehen wir dann auf jeden Fall in, circa, wie viel ist denn das der Spieltag? Boah, Leute, ich sag's euch.
1, 2, in 3 Wochen ist erst der Spieltag. Also wir nehmen das hier Sonntag auf, deswegen kann man so sagen, in 2 Wochen eigentlich. Ja, so lange über ohne Champions League Fußball halten wir das auch, Leute. Ich weiß es nicht. Deswegen mal sehen. Und danach, wie gesagt, Halbzeit wird schon kritisch für ein paar Teams. Aber bis dann. Bis dahin schauen wir auf jeden Fall weiter. Leute, falls euch das Video gefallen hat, war nur ein kurzes Ding jetzt. Was denn? Die langen Dinger kommen, wie gesagt, mit Pietro Mangiare immer besser. Weil alleine talken geht, da kann man nur so ein kurzes Roundabout machen. Aber so lange talken, alleine ohne eine zweite Meinung einzuholen, ist halt sehr schwierig. Was soll ich euch erzählen? Versprecher on point mal wieder. Ist halt auch kein Wunder, wenn man das Nackenkissen hier aufhat, wisst ihr? Ich bin Supporter von Elevate. Ja, also Leute, falls euch das Video gefallen hat, kurze Prognose, dies, das, dann lasst gerne mal ein Like da, lasst gerne ein Abo da, Klinge und so ein scheiß Glocke, wie das heißt. Könnt ihr gerne machen, um zu supporten. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in alter Frische wieder, wenn es dann heißt, keine Ahnung, Talks mit Pietro und Luis. Also, haut rein, ciao, ciao.